Als ich in der Schule war, da 11. oder 12. Klasse, ja, ich glaube 11. Klasse, da sagte unser Lehrer mal: Ihr seid die Bildungselite. Und wir so: Ja, nee, wohl kaum, ne? Ja, doch, doch, ihr seid die Top 5%, hat er, glaube ich, gesagt. Ob das genau stimmt, weiß ich nicht. Er sagt: Oder Top 10%, hier die Abiturienten, ne? Die, ja, die Spitze sozusagen der deutschen Bildungshierarchie. Und uns kam das damals nicht so vor. Heutzutage, wenn ich etwas älter bin, stelle ich fest, ja, man wird ja regelrecht unterteilt in Klassen, schon von früh ab. Also im Kindergarten sind irgendwie alle noch, dann Grundschule, dann trennt sich schon so langsam und spätestens ab der 4. Klasse wird man dann, also man wird ja durch die Noten schon unterteilt, aber dann wird man ja tatsächlich unterteilt, auch in verschiedene Schulsystemen und in Klassen. Und auch in Bildungsklassen sozusagen, ja. Und wenn ich, also ich habe ja jetzt auch gerade durch Darts so mehrere Freundeskreise, sage ich mal. Und wenn ich dann im akademischen Freundeskreis bin, wo ich ja von der Schule die Leute noch kenne, wo dann drei oder vier einen Doktortitel haben, da geht es ganz anders zu, als sowieso als auf dem Darts-Turnier. Aber sowieso als oft im handwerklichen Freundeskreis oder so, den ich ja auch habe. Ich bin ja selber auch Einzelhändler. Und es sind ganz unterschiedliche ja, Klassen quasi, ne? Tatsächlich. Also, und wieso merkt man das nicht, ja, wenn man, ich sag mal, Akademiker, ja, und dann trinken wir einen Cognac und dann schauen wir auf der Terrasse, wie mein neuer Pool gebaut wird, so ungefähr. Ja, weil man ja gar nicht mit den anderen in Anführungsstrichen mehr zu tun hat, die vielleicht mal deine Freunde waren im Kindergarten oder in der auf dem Gymnasium jetzt in meinem Fall, die dann 7. Klasse vielleicht wegen Physik und Geschichte, weil irgendwie der Lehrer auch ein Depp war, durchgefallen sind und dann doch auf die Realschule sind oder andere, die in der Grundschule schon eigentlich aufs Gymnasium hätten gehen können, aber dann hieß es: Nö, geh du mal auf die Realschule, passt schon. Und es passt ja auch, ja, aber man Ja, man vermischt sich ja gar nicht mehr so. Man trifft sich ja gar nicht mehr so. Vielleicht beim Fußball noch oder so, ja, oder beim Sport tatsächlich, ja. Wobei im Dartsport auch, ja, der ist aus der Kneipe geboren und da triffst du den Akademiker eher selten. Vielleicht so ab 50 in der Midlife Crisis, wenn er dann mit seiner Harley da mal hingefahren ist oder sowas. Ansonsten glaube ich eher nicht. Aber ja, selten natürlich schon, ne? Aber der klassische Kneipenbesucher ist eher aus der mittleren, unteren Bildungsschicht, beziehungsweise heute würde man sagen Geringverdiener oder tausend andere Worte dafür finden, wo man eigentlich nur mit sagen will, der Bildungsabschluss hat aus welchen Gründen auch immer dazu geführt, dass man halt, oder beziehungsweise man hat halt einen Job, warum auch immer, mit dem man nicht so viel Geld verdient. Ne? Und ja, in den verschiedenen Klassen wird auch Thema Gesundheit, Thema Geld und so weiter. Natürlich, das eine bedingt dann auch wieder das andere. Wer mehr Geld hat, der ist vielleicht auch dann halt privat versichert mit Chefarztbehandlung und wird dann halt 100 Jahre alt. Ne? Und der andere ist das nicht, aber das ist ihm eh scheißegal und deswegen raucht und trinkt er halt auch öfter mal einen. Also öfter als der andere. Außer der ist Oberarzt, dann muss er schon einen trinken, um seinen Job zu schaffen und so weiter. Also es gibt Verwebungen. Mir ist bloß in letzter Zeit öfter mal klar geworden, auch durch meine Alkoholpause und so weiter, dass man sich gar nicht so bewusst ist von den Mitmenschen irgendwie. Und hier beim Darts und gerade hier auf meinem Kanal kommt, glaube ich, eigentlich irgendwie jeder zusammen, ne? Und auch in der Flow-Liga. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Davon muss man sich mal bewusst werden. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Und da sieht man auch, wie unintegrativ die Gesellschaft eigentlich ist. Jetzt nicht nur mit Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung, sondern man wird einfach in Klassen eingeteilt schon, ne? Und dann gibt es halt noch Subschubladen und noch Subklassen und darunter noch was und so. Und dann kommt der Niedriglohnsektor und so. Also Ausbeutung sozusagen und Sklaverei aufgrund des Patriarchs der höheren Bildung oder irgendwie sowas. Aber allein jetzt, ich will nicht überheblich klingen, aber es gibt Leute, die nicht jedes Wort kennen, was ich gesagt habe in diesem Video. Und das ist quasi, weil ich ja, belastet bin mit einem Übermaß an Bildung sozusagen, das ich natürlich über Gymnasium und dann Studium und so weiter bekommen habe sozusagen oder mir auch aneignen musste. Man kriegt es ja nicht irgendwie geschenkt, man muss ja auch lernen und so, aber klar,
diesen gehobenen Ausdruck und diese Sachen, die kriegt man automatisch mit, weil halt die Lehrer auch dementsprechend reden und die Professoren. Ja, das ist wie wenn deine Eltern, meine Eltern haben natürlich auch schon anders mit mir geredet als andere Eltern mit anderen Kindern, weil mein Vater Ingenieur ist zum Beispiel, aber da ist auch meine Mutter Krankenschwester. Also ich habe auch beides mitbekommen immer. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so eine doppelt gespaltene, dreifache, keine Ahnung was Person. Ne? Also weiß ich nicht. Ich finde mich in allen Ebenen gut zurecht und ich habe auch in allen Ebenen Spaß. Aber mir wird bewusst, dass da diese Ebenen sind. Und man kann da normalerweise nicht hin und her gleiten so. Also ich bin da schon ein bisschen ein Chamäleon sozusagen, ja. Also, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da jetzt hinten drauf gekommen bin, aber mir ging es so darum, wieso wird da nicht mehr Anstrengung unternommen, dass die Leute wirklich gleiche Chancen haben und dass man wirklich gleich integriert ist. Und auch von der oberen Schicht. Also wenn ich mit bestimmten Leuten jetzt zum Beispiel übers Essen bin oder sowas, ja, aus dem akademischen Kreis, da geht es halt darum, kaufe ich mir ein Wohnmobil für 100.000 Euro oder lege ich in EFTs an oder mache ich dies oder das und ich bin dann so, ja, nicht meine Probleme, ne? Aber die Probleme haben scheinbar Leute Ende 30, die erfolgreich sind und mehrere Supermärkte besitzen oder irgendwelche solche Sachen, ja. Wobei der auch aus der Arbeiterklasse quasi kommt. Ja, der hat angefangen als Fächereinräumer oder sowas. Ja, das gibt es ja auch alles noch. Und ja, wenn du in der Kneipe bist, da hat mich noch keiner jemals gefragt, ob er Aktien oder was er jetzt hier anlegen soll oder wie auch immer, sondern da ging es bloß drum, trinkst einen mit und werf mal danach noch einen. Was viel entspannter ist, ehrlich gesagt, ja, als sich über andere so Riesensachen Gedanken zu machen. Aber da macht man sich halt die Gedanken auch nicht. Und auf Social Media liest man dann auch entsprechend von Leuten, die sich weniger Gedanken machen, auch über andere große Fragen und die gerne einfach nur meckern auf Sachen, die halt da sind und die gar nicht in der Lage sind, sich Gedanken zu machen über das große Ganze vielleicht. Und man liest halt wenig von Bildungsbehafteten, sage ich jetzt mal, weil die gehen gar nicht auf Facebook und stoßen solche Diskussionen an. Ne? Und dann wirst du halt sehr viel mit Sumpf vollgeschmissen da, der auch stinkt, sage ich mal. Und dann wundert es einen natürlich auch nicht, dass da, ja, der durch den ganzen Sumpf ist ja auch irgendwie verklebt, sich diesen Bildungsfluss dann irgendwie anzueignen. Ne? Du zapfst ja auch den Falsch, du zapfst ja auch den Sumpf an und nicht den Bildungsfluss. Du bist aber der Meinung, dass der Bildungsfluss dann die Lügenpresse ist und so weiter. Also es ist eine schwierige Sache, aber warum wird da wenig gemacht, sage ich mal? Finde ich komisch. Es ist wirklich, du gleitest zwischen zwei Welten oder fünf Welten hin und her und wir leben eigentlich in einer Welt. Also das Wort zum Sonntag so ungefähr kam mir nur gerade. Jetzt muss ich wieder weiterarbeiten. Ciao.